jetzt sind wir auf einer Kaffeeplantage. Und ihr wisst, wir reiten jetzt gerade durch die ganzen Dörfer durch. Wir waren vorhin in einem Campo, da wurde Tabak geerntet. Hier wird Kaffee geerntet. Jetzt möchte ich euch das noch ganz kurz zeigen. Das ist eine Tabakpflanze, so wie ihr das seht. Entschuldigung, das ist eine Kaffeepflanze und das sind die Kaffeebohnen. Ihr seht das hier. Das ist Kaffeebohne. Es ist grün. Sobald es, dann wird es unter der Sonne gelb und wenn es dann eine rötliche Farbe hat, wird es dann geerntet und dann kommt es auf so ein Blech drauf und dann wird es unter der Sonne ausgetrocknet. Wenn es unter der Sonne getrocknet wird, ihr seht ja schon, teilweise ist schon der Kaffeebohne schon draußen. Seht ihr das? Kaffeebohne, 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 ja. Dann kommt es hierher, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, und dann wird es hier so ein bisschen zerhauen, sodass die äußere Schale sich von der Kaffeebohne trennt. Und wenn es sich dann getrennt hat, wird es hier dann aussortiert. Dann kommt die Kaffeebohne raus. Die Kaffeebohne wird dann geröstet und nach dem Rösten wird es nachher gemahlen. Ihr habt das bestimmt so gesehen, so ein drehendes Ding ist das. Und dann, wenn das Kaffeepulver dann rauskommt, kommt es dann hier rein. Und dann kommt heißes Wasser hier oben rein und dann wird es hier gefiltert und unten kommt dann das Kaffee raus. Das Kaffee wird hier in der Regel mit Honig oder mit Braunzucker, Weißzucker oder mit Milch getrunken. Ich habe gesagt, ich trinke schwarz. Die trinken es sehr selten schwarz, haben sie gesagt. Und so wird eigentlich hier Kaffee geerntet. Das Honig hier ist auch noch was Besonderes. Es ernährt sich anscheinend die Bienen von der Kaffeepflanze. Ich habe aber noch keine Pflanze hier gesehen, also haben die es mir gesagt. Ich weiß nicht, ob das Kaffee auch eine Blüte hier hat, aber wahrscheinlich schon. Und die Bienen machen dann ihr Honig eigentlich durch das Kaffeepflanze. Und ich muss aber auch sagen, es hat echt wirklich sehr, sehr gut geschmeckt, das Honig hier. Total natural, wunderbar. Also, so viel in Kuba zur Kaffee. So wird Kaffee dann hergestellt. Will I taste it? No, I have drink schon a lot. No, ich sehe mich auch nicht. Okay, Minimum. So, aber half of this. But not so much, por favor. Not so much, por favor. Okay, wait, there is okay. Oh, sorry. No. How many percent? 40. 40? A lot. Hava on the club, dark olanlarda 40. Light olanlarda 30. But this one, sir, the people use it more for the special occasion. Good price, birthday, for beer, okay? Mini bar. Mm. But I forgot to show you our coffee. Coffee, yeah. This is our coffee. Crushed and roasted. This is the Philip press. Do you like smell it? Yeah. Yeah. It's pleasure. Thank you. I won't spell it. Sorry. He's so addicted to coffee. Really? Yeah. Yes. And black, without sugar, without meat, real coffee, coffee. Perfect. Like my dad. My dad said that the main sorry, Cuba we are computer or is playing because we say that we are the boss. Yes. I said, you don't drink nothing strong. Women prefer something more sweet. Men, stronger, black, original. So, yeah. But it's true, the men in Cuba, black coffee. So the women prefer with a little honey, milk. Your man is a good man. But this one is the dark roast, it's a strong roast. So, you know, in Cuba we prefer drinking strong coffee than smooth. Makes it better, we prefer more strong. But don't forget that this one is Arabic coffee. The Arabic coffee is a black coffee, but it's not bitter, it's more sweet. Some people compare like the cacao or chocolate. Okay? With our coffee, sorry, it's the weather here is. With our coffee, we make it, or the flour of our coffee, we make it this honey. This one is honey of the coffee flour. With the propolis inside, the honey is more liquid and more smooth. The propolis is like a vitamin of honey, the most important part of the honey. We use it more like a
like the natural medicines, conversation, biology. But it's the same. Sorry, you need water. Okay, yeah, take it. Take your time. No, it is because it's not because I have a cough now. So no, I'm okay. What is wrong about the weather here? It's I'm asthmatic. I'm allergic. So the asthmatic people will change the weather. I was that one, you know. So many horses. So much dust. Yes, yeah. Okay. And it's not okay. Too much dust. So and with the weather too, because for example, in the morning it's fresh. So in the afternoon, maybe 12 p.m. or 1 o'clock, it's hot. And the night, maybe rain. So it's rain? Yeah. It's crazy. So all is different. So first in the morning it's raining. So in the afternoon it's hot and it's cool in the morning. You in the night, everything. In the, yeah. So on with that change, and the horse is passing, and with the sorry. Oh, sorry.